Schaut euch das an. Alter Schwede, was zur Hölle ist das denn? Jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme, wird Minecraft realistisch. Ich habe jetzt nicht wirklich Schaden bekommen, oder? Ich war auf einem Baum. Was ist das denn für ein Anfang? Tatsächlich bin ich wirklich auf einem Baum gespawnt. Okay, das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Lasst auf jeden Fall dafür einen fetten Like da, lasst ein Abo da, Leute. Und schreibt mal in die Kommentare, ob bei euch das Unwetter draußen auch heftig ist. Bei mir geht's eigentlich, aber ich bin gespannt, ob es bei euch stürmisch ist oder nicht. Gerade hatten wir einfach ein 0x0 Texture Pack. Wir hatten keine Texturen. Jetzt sehen wir immerhin, wo wir hinlaufen. Mit jedem Mal, wo ich Schaden bekomme, wird Minecraft einfach mal realistischer. Bleibt unbedingt bis zum Ende des Videos dran. Das Spiel wird am Ende super, super cool. Also, Crafting ist natürlich jetzt hier... ja, nicht so einfach, wollte ich gerade sagen. Das sind übrigens die Sticks, wie gesagt. Das ist der Crafting Table hier. Es ist jetzt gerade noch ein 1x1 Texture Pack. Jetzt verstehst du. So, das ist unsere Spitzhacke. So, ich habe mir jetzt hier mal diese Spitzhacke geschnappt. Und ich würde sagen, wir besorgen uns erstmal ganz... na, oh, ich dachte schon, ich bekomme schon wieder Schaden. Lol, wir haben nicht mal eine Abbauanimation. Ich wollte mir nämlich jetzt erstmal ganz schnell Stein-Equipment besorgen. Ich denke mal, das sollte ganz... flott machbar sein. Ich brauche Essen, deswegen muss ich mal ganz kurz ein paar Mobs töten. Alter, wie sieht das denn hier aus? Lol, das ist einfach mal Lava. Oh, das ist eine Kuh. Was? Jetzt sollten wir aber genug Essen haben. Boah, ich habe Angst, dass ich jetzt hier faile beim Jumpen die ganze Zeit. Es reicht ja... Mann! Ich wollte gerade sagen, es reicht ja schon aus, dass man einmal irgendwie abrutscht und dann bin ich einfach mal runtergefallen. Ist aber nicht so schlimm, weil jetzt können wir zumindest hier die Erze erkennen. Das hier ist auf jeden Fall Eisen, denn wir haben jetzt ein 8x8 Texture Pack. Ja, jetzt können wir das Crafting-Fenster und so auch alles deutlich besser erkennen. Jetzt kann man auch die Texturen zum Beispiel vom Crafting-Table erkennen. Das ist auf jeden Fall schon deutlich einfacher, so zu spielen. Dann mache ich uns mal ganz kurz eine Brücke. So, hier muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ich meine, schaut euch das mal an. Das ist hier auch nicht zu bespaßen. Ich habe übrigens den Schwierigkeitsgrad auf normal gestellt. Also jetzt nicht auf super einfach, aber auch nicht so auf super schwierig. So, jetzt haben wir schon mal etwas Kohle. Ich frage mich gerade nur, ob ich nicht sogar zu wenig Holz habe. Und dann packen wir einfach mal die Kohle in den Ofen rein. So sieht der Ofen aus, wenn der übrigens brennt. Aus Eisen machen wir uns dann, wie gesagt, ein Schild, sodass, wenn Monster uns angreifen, wir vielleicht noch die Chance haben, Schaden abzublocken. Ein bisschen Essen haben wir jetzt auch am Start. Lol, was waren das denn für Sounds? Eisen haben wir jetzt hier vorne, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Auf keinen Fall in die Lava rein, das steht fest. Und jetzt sind wir schon mal bei Eisen angekommen. Ich denke mal, das ist Eisen. Also alles andere würde mich wundern. Und es ist, ja, wir brauchen ja für ein Schild eigentlich gar nicht mehr so viel Eisen. Ich muss sagen, ich habe auch schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier gleich wieder Schaden bekomme. Schmeißen aber jetzt erstmal hier Eisen in den Ofen rein. Das einzige Holz, was hier in der Nähe ist, ist einfach mal Birkenholz. Ich meine, so richtig spannend wird es hier auch eigentlich erst in der Nacht. Ich werde mich jetzt auch nicht einfach in der Mine vercampen. Sondern ich werde das schon so machen, dass es ein bisschen spannender ist. Weil wenn ich jetzt einfach in einem Haus campe, dann ist es klar, dass ich keinen Schaden bekommen werde. So, jetzt hier nicht runterfliegen. Sehr gut. Und da haben wir auch schon unser Schild in der zweiten Hand natürlich. Ist ja ganz klar. So, da ist das Schild. Das heißt, wir können im Zweifel damit blocken. Und ich würde sagen, jetzt fängt es auch erst an, richtig interessant zu werden, wenn wir in die Mine runtergehen. Weil dort werden uns auf jeden Fall die Monster bombardieren. Ah, da bekomme ich, glaube ich, schon Schaden. Kann das sein? Ich glaube... drei Blöcke. Muss ich aufpassen, Alter. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Was ist das jetzt auch schon wieder für eine Höhle? Weißt du, ich bekomme auch schon wieder so eine richtige Gigantenhöhle. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Eisen gefunden. Alter, das ist einfach mal eine Lush Cave, die wir gefunden haben. Ich sehe, da unten sind auf jeden Fall auch schon Fledermäuse, aber das sind noch keine schlimmen Gegner. Wobei, ihr hofft wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Pat bekommt doch Schaden. Oh, oh nein! Oh, ich hätte ihn einfach fast in die Augen geschaut, den Enderman. Oh yeah, Leute. Oh yeah, sehr schön. Nein! Mann! Ich hab's nicht gesehen. Ich bin einfach lost, wirklich. Einmal alle lost in die Kommentare. So, jetzt sieht Minecraft so aus, wie wir es eigentlich normal kennen. Also jetzt haben wir 16x16 Pixel Auflösung. Aber gleich kommen noch richtig krasse Sachen dazu. Also nicht nur die Texturen werden hier in diesem Video verändert. Bleibt unbedingt noch dran. Besonders das Ende wird super lustig. Hab jetzt hier noch so eine Nebenhöhle gefunden. Keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist. Wir schauen mal nach, aber... das sieht auf dem ersten Blick auch noch alles relativ... das ist... ist das, warte mal. Oh Gott, warte mal. Spinne. Nix da, nix da. Dich vor... dich... du... Alter, Mann! Ich hab doch geblockt, Mann! Ich hab doch geblockt! Warum hab ich Schaden bekommen?
kommen. Junge, wollt ihr mich veräppeln? Egal, Leute. Und da habe ich jetzt auch mal das 32x32 Texture Pack reingehauen und die First-Person-Mod, Leute. Ihr seht, wir haben jetzt einfach so eine richtig komische Perspektive. Also wir sehen unseren eigenen Skin. Wenn wir runterschauen, nicht die nächste Spinne. Alter, hau ab. Hau ab, Alter. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ey, nein, nein, nein. Das darf jetzt nicht sein. Ich wollte schon sagen, das darf nicht sein. Warum stört ihr uns auch einfach, Leute? Wir waren gerade noch am Quatschen, ne? Unfassbar. Unfassbar. Ich will mal einen fetten Like da, Leute. Damit könnt ihr meinen Kanal sehr, sehr krass unterstützen. Wirklich. Das hilft mir total. Oh nein, hier ist sogar ein Spawner. Oh nein, bau den ab, bauen ab, bauen ab. Komm, komm, komm. Oh Gott, ich wollte nämlich gerade sagen, ich dachte erstmal, hier ist ein Spawner. Ich habe hier nämlich dann mich doch nicht vertan. Da war nämlich auch ein Spawner. Ihr habt es gerade gesehen. So, und guck mal, wie das aussieht, wenn wir essen, wenn wir angreifen, wenn wir etwas abbauen. Leute, wie komisch sieht das aus, wenn wir etwas abbauen, Leute. Einfach aus der First Person. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier nach oben. Ich muss jetzt natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil es kann natürlich sein, dass hier noch irgendwelche Monster oben übrig geblieben sind. Ja, ne, das sieht auf den ersten Blick schon mal ganz gut aus. So, was haben wir hier? Projectile Protection haben wir drin. Bisschen Brot, Bone Meal. Nehmen wir einfach mal alles mit, außer Rotten Flash. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Ich war nicht! Ich war nicht! Oh, nein! Nein! Ich hab Schaden bekommen! Ich... Weiter geht's. Okay, Leute. Also, jetzt wurde Minecraft schon wieder realistischer. Es wird immer, immer verrückter hier. Okay, das sind nur Fledermäuse. Also, diese Spinnen, ich weiß nicht. Ich glaube, die Spinnen können ja auf einen auch draufspringen, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen habe ich... Oh Gott. Deswegen habe ich auch schon mehrere Male Schaden bekommen. Aber jetzt konnte ich einmal diesen Schaden abblocken. Ihr habt es wahrscheinlich gerade gesehen. 128 mal 128. Also, ich brauche... Oh Gott, hier sind sehr viele Monster, glaube ich. Weg mit dir, Creeper! Ich brauche auch eigentlich gar keine Rüstung, weil wenn ich Schaden bekomme, dann bekomme ich halt Schaden. Und da ist es egal, wie viel Schaden ich bekomme. Alter, was wollt ihr? Junge, diese First Person macht es auch echt nicht besser, ne? Ja. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Nein, hier ist auch nichts. Oh nein, hier haben wir einen Skelettspawner. Nein, ich bin runtergeflogen. Oh nein. Ich habe ehrlich gesagt die Vermutung, dass das nicht lange andauern wird, bis uns die Skelette einholen. Holz, ich baue mich einfach ein. Ich baue mich einfach ein. Alter, wir sind jetzt hier gerade unterwegs in einem 512x512 Texture Pack, sollte das sein. Das sieht schon sehr, sehr verrückt aus. Ich esse mal ganz kurz was vom Steak. Also, kann man auf jeden Fall mal machen. Das Spiel sieht einfach schon so verrückt aus, ne? Aber ich kann euch so viel sagen, der nächste Schritt wird auf jeden Fall nochmal eine Stufe heftiger. Okay, also... Oh nein, da ist das Skelett. Mann! Okay, ich töte das Skelett aber erstmal. Erstmal töte ich das Skelett. So, komm her. Ja. So, warten wir, warten wir, warten wir. So, einmal töte ich das noch und danach geht's weiter, Leute, mit der nächsten Stufe. Weg mit dir. Und... Jawohl. Also ich kann euch so viel sagen, die Mod, die ich jetzt hinzugefügt habe, die wird wirklich alles sprengen. Wir sehen schon, wenn ich jetzt hier irgendwie gegenlaufe, gegen diese komischen Glowberries, dann werden die einfach mal so zur Seite geschwungen, könnte man sagen. Oder wenn ich jetzt hier was abbaue, schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Nein! Oh nein! Nein! Warum? 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 Ihr habt also schon gesehen, das ist einfach mal eine Physik-Mod. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Sachen abbaue, dann wird es super, super realistisch. Und, ja, gut, ich habe jetzt... Oh, na Gott, oh Gott, ihr seht, oh mein Gott. Nach dem Tod kam einfach nochmal der Shader dazu. Ihr seht, wenn ich jetzt hier irgendwas abbaue, einfach alles geht hier kaputt, Leute. Es ist der reinste Wahnsinn. Wenn ich jetzt hier irgendwelche Blöcke abbaue, dann gehen diese Blöcke auch kaputt. Aber es wird besonders interessant, wenn ich jetzt mich an Mobs wende, denn die Mobs, es ist natürlich doof, dass ich kein Equipment mehr habe, aber wir sehen gleich. Komm, Schweini, stirb bitte, Schweini. So, jetzt, ihr seht, wir haben hier einfach das Schweinchen und das können wir hier durch die Gegend ein bisschen spazieren, um es mal so zu sagen. Oder, wenn ich jetzt zum Beispiel den Baum hier abbaue, dann schwebt der nicht mehr in der Luft, sondern, oh Gott, aufpassen, 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 er zerfällt einfach in 20 Stücke und ich kann mir jetzt theoretisch aber hier dieses Holz abholen. Die Mod wird übrigens gemacht von Hauptner, also von D-Buddies Zocken. Richtig, richtig krass, was Hauptner da rausgehauen hat. Schaut euch mal an, was passiert, wenn ich den falschen Block hier abbaue. Kracht hier alles ein, zum Beispiel das hier. Boom, der ganze Weg. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Weiter geht's, weiter geht's. Ich zeig euch mal was, ich zeig euch mal was. Und, bam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles fällt hier einfach runter. Schaut euch das an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Oh Gott, das wird jetzt ganz schlimm, das wird ganz schlimm. Oh Gott, das wird ganz schlimm. Oh mein Gott, Alter, was passiert hier? Was passiert hier, Leute? Ich bin dafür jetzt einfach mal im Creative-Modus gegangen, Leute. Schaut euch das an.
Alter Schwede, was zur Hölle ist das denn? Oder wenn ich Items auf den Boden werfe, dann sind die wirklich auf dem Boden drauf. Lasst natürlich wie immer ein Like da, lasst ein Abo da und checkt meinen zweiten Kanal ab in der Beschreibung. Da lade ich täglich Minecraft-Reaktionen hoch auf Animationen.